Zum ersten Mal fällt ihm die Unbekannte in ihrem golden glitzernden Kleid in der S-Bahn auf. Mehr noch als vom Kleid ist Wenzel wie gebannt vom Cover des Buchs in ihrer Hand. Drifter. Ist das etwa ein neues Buch des geheimnisvollen Drifter? Drifter ist auch der Titel des Romans von Ulrike Sterblich. Die Geschichte von Wenzel und Killer, zwei Freunden, deren Wirklichkeit sich zunehmend verschiebt. Bald schon trifft Killer ein Blitz. Und danach ist nichts mehr, wie es einmal war. Killer kündigt seinen hochdotierten Job und zieht aus seinem schicken Apartment zurück in die Hochhaussiedlung am Stadtrand, in der sie beide, Wenzel und Killer, Freunde und groß geworden sind. So, dachte ich, jetzt ist es amtlich. Bei Killer hatte sich was verschoben. Es ist nicht so, als hätte er nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber er hat das Geschirr neu sortiert. Ist die geheimnisvolle Frau daran schuld? Wenzel begegnet ihr immer öfter und erfährt, Vika Malabene ist Influencerin mit magischen Fähigkeiten. Sie bringt das Leben von Wenzel, Killer und allen anderen, denen sie begegnet, gehörig durcheinander. Ich glaube, mich interessieren dysfunktionale Figuren, die vielleicht auch Fähigkeiten haben, die ein bisschen unklar sind. Es ist ja vielleicht fast eine Mischung aus einer diabolischen und einer Superheldenfigur und einer anarchischen Figur. Aber die gibt es historisch relativ selten in weiblich. Vika stellt Gewissheiten und Überzeugungen in Frage. Nebenbei verwandelt sie den Wohnblock der beiden Freunde in einen surrealen Ort. Wenzel ist vollends verwirrt. Was ist Realität und was ist Illusion? Und wie gut können wir das auseinanderhalten? Wie gut halten wir Fiktion und Realität auseinander? Am Ende, so viel sei verraten, erfährt Wenzel, was es mit dem neuen Buch seines Lieblingsautors Drifter auf sich hat. Aber real ist für ihn vor allem eins: die Freundschaft mit Killer. Inzwischen weiß ich, welch Privileg es ist, dass dieser Freund, der von Anfang an da war, mir mein Leben lang geblieben ist. Ich weiß nicht, was ich für einer wäre ohne Killer. Von Eltern seilt man sich ab, Menschen kommen und gehen. Begeisterung, Verliebtheit, beeindruckende Begegnungen, das gab es alles. Aber Killer war immer einfach da. Immer, immer da.